Dedelic Entertainment. You are now leaving Deponia und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und da klingt mein Handy schon, aber naja, das könnt ihr vielleicht gerade mal so nebenbei so ausschalten. Ein neues Let's Play, Goodbye Deponia, hatte ich ja angekündigt heute, / gestern auf Twitter. Also ich habe es eben angekündigt und die Folge kommt morgen 14 Uhr raus. Ein neues Let's Play, das wird jetzt, wenn ich nicht alles verkacke, jeden Tag geben. Und ohne groß rumzulabern, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir machen einfach mal einen Neustart. Wähle deinen Inventarmodus. Wähle den Inventarmodus. Mausrad. Ich will mal den Mausradmodus. Hallo, Rufus. Oh nein. Nicht schon wieder. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe, um die Schrottpresse von Docs mobiler Praxis zu reparieren. Hm? Mobile Praxis, genau. Du brauchst mir nichts vorzumachen, Toni. Ich weiß genau, was los ist. Das hier ist keine Schrottpresse und schon gar kein Tutorial. Nein, es ist einfach nur ein wiederkehrender Albtraum. Und dass du hier bist, ist der ultimative Beweis. Denkst du etwa, mir macht das Spaß? Ich meine, wer braucht schon ein Tutorial für ein Point-and-Click-Adventure? Mein Reden. Lass uns die Sache einfach hinter uns bringen, okay? Ich müsste eigentlich bei den Widerstandskämpfern in Porta Fisco sein und gegen den Organon kämpfen. Stattdessen erkläre ich meiner Pestbeule von Ex-Freund, wie man eine Maus benutzt. Wie jetzt? Du denkst, du musst mir was erklären? Wer von uns beiden hat denn den ganzen Quatsch schon zweimal durchgekaut? Ich kenne dieses Tutorial in- und auswendig. Es beginnt damit, dass ich dich ansprechen muss. Na super. Das Schlimmste gleich zu Beginn. Dazu benutze ich... Die Maus vielleicht? Seit wann lasse ich mir von dir helfen? Und worauf wartest du dann noch? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. Wie spricht man denn Toni an? Ich will das aufheben. Was genau tust du da? Ich sondiere erst einmal das Terrain. Ist das wirklich nötig? Du wolltest mich doch ansprechen. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Gibst du dann endlich Ruhe? Wohl kaum. Ich vermute eher, dass dadurch einer dieser Multiple-Choice-Dialoge gestartet wird, in denen du mir noch mehr auf den Keks gehen kannst. Wie aufregend. Wie spricht man denn Toni an? So vielleicht. Oh, ist das denn wirklich so schwer? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Ja, doch. Wie spricht man denn Toni an? Erstmal ansehen. Das ist eine gefräßige Giftnatter. Dass du zu dämlich zum Gucken bist, kannst du auch später noch unter Beweis stellen. Jetzt geht es erst einmal ums Ansprechen. Das macht man mit der linken Maustaste. Wie bitte? Zu dumm. Ich vergesse immer, dass ich kein Parsel spreche. Ja, schöne Anspielung. Dann sprechen wir mal Toni an, ehe sie hier noch völlig ausflippt. Rede mit Toni. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du. Du hast mich angeklickt. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Du weißt ja noch nicht mal... Du weißt doch noch nicht mal, wie man ein Objekt ansieht. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß doch jeder. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Du meinst links? Nein, ich meine rechts. Da, wo das Augensymbol ist. Ach, das ist dieses rechts, von dem immer alle reden. Ich habe das auch immer einfach links genannt. Ist auch viel einfacher zu merken. Aber na gut. Dann probiere ich dein ach so tolles Rechts gleich mal an diesem Ding aus, das da auf dem Boden liegt. Indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechts klicke, sobald das Auge zu sehen ist. So. Überanstrenge dich nicht. Okay, wir sehen uns das mal an. Was ist das? Das ist der Interferenzwandler. Erst war es der Kathodenstümpel. Dann der Reaktorlotkopf. Könnt ihr euch nicht mehr einigen? Oh, nenn ihn, wie du willst. In jedem Fall brauchst du ihn, um die Presse zu reparieren. Wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, so dass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. Oh. Wie, ehe sie mir hier jetzt an den Hals springt, ne? Ich heb mal und so. Nanu, wo ist er denn? Sagtest du nicht, dass du dich auskennst? Wenn du etwas aufsammelst, landet es in deinem Inventar. Um es zu öffnen, musst du nichts weiter tun, als am Mausrad zu drehen.
Ich drehe. Hey, da ist es ja. Genau. Hey, das ist runtergefallen. Das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ich glaube ja, hier ist es. Wenn man hier und das... Kombinierst du schon? Ist in Arbeit. Klicke mit dem Handsymbol auf einen der beiden Gegenstände, um ihn auf deinen Mauszeiger zu legen. Klicke dann damit auf den anderen Gegenstand, um beide zu kombinieren. War gerade dabei. Jetzt rauscht es hier so ein bisschen, nicht wundern. Vielleicht hört man es auch gar nicht, weil Membranmikrofon oder so. Aber, Yang auf Yin. Okay. Sieh, Tony. Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. Wir gehen mal hier hin. Wir nehmen das Inventar. Klicken das an. Scrollen das Inventar hoch. Und setzen es... noch nicht. Wir sehen uns erstmal die unauffällige Aussprache. Soll ich also reparieren? Genau. Am besten du stellst dich direkt drunter. Das hättest du wohl gern. Du hast offenbar vergessen, dass ich dieses Tutorial schon zum dritten Mal mache. Hältst du mich wirklich für so blöd, dass ich schon wieder auf denselben lahmen Gag hereinfalle? Kein Kommentar. Ich glaube schon. Ich mache dieses Tutorial zum ersten Mal. Aber... Okay. Es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Ich fürchte, das wird schief gehen. Was ist hier? Was ist hier? Es gibt... können wir mal Leertaste drücken? Ah ja, okay. Eine Schrottpresse. Dieses Ding soll ich also reparieren. Genau. Ja, okay, das hatten wir schon. Wir drücken mal den... drücken wir den Knopf? Oder gehen wir Toni auf den Geist? Oder... wir drücken den Knopf. Komm. Los. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Du Toni? Was denn jetzt noch? Was hältst du davon, wenn ich dir dieses Mal die Ehre überlasse, den Knopf zu drücken? Gerne. Ich habe eh mit Doc gewettet, dass du es nicht hinbekommst. Was? Aber ich hab's doch hinbekommen. Die Presse funktioniert. Na, ich zeig's dir. Ach, Rufus, du bist so dämlich. Tja, jetzt schulde ich Doc wohl 5 Slotty. Aber das war es wert. Kleine Sadistin. Meine lieben Mitelysianer, ich weiß, ihr habt euch alle sehr auf diesen Tag gefreut. Leider muss ich euch mitteilen, dass Inspektor Cletus und dessen Begleiterin noch nicht wieder zurück sind. Wir können also immer noch nicht ausschließen, dass es unten auf Deponia Menschen gibt, die es irgendwie geschafft haben, bis heute im Schrott zu überleben. Oberkontrollrat Ulysses hat mir bestätigt, dass der Organon bereit ist, seine Bestimmung zu erfüllen. Sobald er mit dem Inspektionsteam aus den Ruinen des ehemaligen Porta Fisco zurückkehrt, steht dem spektakulären Startschuss unserer Reise nach Utopia nichts mehr im Wege. Es ist nur noch eine Frage von Stunden, bis wir dem Organon endlich das Signal zur Sprengung unseres Heimatplaneten geben können. Die gute Nachricht ist... Aufgrund dieser Verzögerung bleibt die Wasserrutsche bis auf Weiteres geöffnet. Yay! Wasserrutsche! Yeah! Du gestörte Göre, schiebst mich vor die Türe. In Müllsack oder in Riegel, du schiebst ständig was vor. So auch Gründe dafür, Konfitüre à la Bordüre. Konstatiere, dir fehlt das Gespür für Humor. Doch noch ist es nicht zu spät, putz mal dein Hörgerät. Rufus' Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie geht weiter da, wo sie mal kurz on hold war. Und zwar auf Deponia. Capo Alfino, Spot an für Teil 3. Hussa, Spot an für Teil 3. Goodbye, Deponia. Oh, ich finde diese Lieder so toll. Müll. Müll. Noch mehr Müll.
Moment mal. Qualm? Alarm! Was? Feuer! Guten Morgen, die Damen. Doc, der Feuerlöscher. Ich wecke Bose und hol das Minensuchgerät. Moment, ruhig gut. Ich mache doch nur Frühstück. Grillhonig. Nicht schon wieder. Das Antiallergen ist im Schrank. Die Bärenfalle, Quatsch. Kein Grillhonig. Ich angle uns einen Fisch mit dem guten alten Tauchkran. Verdammt, das ist neu. Kein Problem. Lass mich nachdenken. Wir müssten mittlerweile im Scherbenmeer sein. Haben wir noch genug Pflaster? Doc? Was? Das ist nicht das Scherbenmeer. Was? Richtig, da war ja noch was. Während ihr schliebt, hatte ich eine Idee. Was hast du getan? Ich habe eine stillgelegte Rampe zur Einschienenbahntrasse des Organon gefunden. Und da dachte ich mir, Rosus Futter war doch früher mal ein Schienenfahrzeug, nicht wahr? Rufus! Was denn? Du hast uns auf eine Organon-Kreuzertrasse gesteuert. Ja, und die führt uns direkt nach Porta Fisco zur oberen Ausstiegsstation, wo der Organon seine Hauptverwaltung hat. Und wo das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker liegt. Das war doch der Plan, oder nicht? Ich nutze meine verblüffende Ähnlichkeit mit Cletus, um mich mit Goal an Bord zu schleichen. Aber... Na komm schon, jetzt lasst uns erstmal was essen. Ha, das ist der Tauchkran. Es hat einer angebissen. Ich dachte, wir sind gar nicht mehr auf dem Wasser. Ja und? Wie? Ja und? Ja, was hat denn dann angebissen? Oh oh. Kacke. Und er schläft einfach mal eiskalt weiter. Ich wollte sagen, wir gucken uns das Schiff hier in der nächsten Folge an. Das war eigentlich erstmal nur das Tutorial. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut. Auf Wiedersehen und ciao. Mit Au und Ö.